Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Diablo 3 mit dem Chris auf dem Channel Let Us Play Better. Beim letzten Mal wurden wir mit dem guten Hedrick Earman losgeschickt, beziehungsweise hat er uns losgeschickt, ihm zu helfen. Mit einem kleinen Problem, nenne ich es mal, seinerseits. Das haben wir getan und infolgedessen haben wir dann die Information gekriegt, wo sich König Leorix Krone befindet. Mit dieser Krone werden wir dann losziehen Richtung Skelettkönig. So, neues Gebiet, neues Glück. Neue Gegner, altes Leid. Haben sogar einen neuen Skill bekommen. Die arkane Kugel. Mit Explosionsschaden, den möchte ich nicht haben. Für AE-Schaden, also Area-Schaden, Schaden, der Gebietsflächenschaden macht, habe ich einen anderen Skill. Meine lustigen Blitze. Und die reicht mir auch. Aber das Tolle ist, dieser Hardcore-Charakter lebt schon länger als der Mönch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, und man kommt auch ganz gut durch bis jetzt. Also wirklich ohne Probleme. Ich finde die Ressource relativ interessant. Das handelt sich bei dem Magier um arkane Kraft, nicht um Mana, so wie in vielen, vielen anderen Spielen. Sondern um arkane Kraft. Und das ist eine Ressource, die sich relativ schnell wieder erholt. Mal gucken, inwieweit sich das später bemerkbar machen wird. Einen Magier habe ich persönlich im Prinzip auch noch nicht gespielt. Ich glaube, ich habe irgendwo einen Bankcharakter auf jeden Fall, beziehungsweise irgendwie ein Level. Also, der hat auf jeden Fall, wenn ich einen Magier habe, wird er den normalen Akt auf jeden Fall noch nicht durch haben. Handschuhe. Und was ich in der letzten Folge meinte bezüglich der erweiterten Tooltips, das ist halt einfach total. Ich weiß gar nicht, ob es unerweiterte Tooltips angezeigt wird, inwieweit die Waffe sich mit der anderen Waffe beziehungsweise den Itemslots, ob das da auch verglichen wird. Ich glaube nämlich fast nicht. So, hier bin ich schon mal richtig. Jetzt kann ich mir eine der Krypten hier aussuchen. Und mit ein bisschen Glück, ist das schon die richtige. Meistens ist es dann irgendwie immer die letzte, die man durchsucht. Aber mein Gott. Ich spiele den Charakter auch so ein bisschen sehr vorsichtig, aber das kann auch ganz schön mal nach hinten losgehen und das wird halt dann bei dem Hardcore-Charakter leider Gottes doppelt bestraft.
Und er baggert noch. Ein Totengräber, ja. Ah, ja. Jetzt baggert er nicht mehr. Hey, mit Intelligenz. Intelligenz erhöht nämlich auch unseren Schaden. Da kann ich dazu auch wieder ein Schild anziehen. Da bin ich glücklich. Die DPS der Waffen sind natürlich deswegen interessant, weil sie auch unseren Skillschaden erhöhen. Denn unsere Skills basieren auf dem Waffenschaden. Hier habe ich mal irgendwie gefühlt gar keinen Schaden. Hier werden die Arkankugeln jetzt toll. Meine Kraft wächst. Das hat doch schon ordentlich reingehauen. Wer bitte kreiert hier solche Räume ohne Spaß? Cool ist auf jeden Fall anders. Magisches Geschoss hat jetzt die erste Rune bekommen. 162 Waffenschaden. Trotzdem werde ich es jetzt so machen. Ich brauche mehr Zeit. Und dann Einzelziele weglasern und mehrere Ziele dann wegsprengen. Oh Mann, aber was mit Spielern geht, bin ich mit mir selbst im Moment so unzufrieden. Das ist echt auffällig. Die Krone ist nicht hier. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es quasi mein zweiter Hardcore-Charakter ist, oder ob das daran liegt, dass ich halt aufnehme. Oder was weiß ich, woran es liegt, dass ich mich mit der Klasse nicht auskenne. Kann ich mir auf Level 5, 6 noch nicht vorstellen. Naja, mal sehen. Genug Health Potions haben wir ja. Ich mache irgendwie keinen Schaden mehr. Ich habe aber schon die richtige Waffe angelegt, oder? Ja. Alles klar. Das würde natürlich einiges erklären. Ach, das war eine Zweihandwaffe. Okay. Dann war das sogar echt mein Fehler. Dann lege ich doch aber garantiert nicht die mit den 10 DPS an. Oh, wie bitter das ist. Ah, sieht schon anders aus jetzt. Ach ja. Ich brauche Arkankraft. Bitte flamet mich dafür. Flamet mich. Ich hab's verdient, ohne Spaß. Habt ihr die Kommentare damit? Pusht es hoch. Gebt für meine Verpeiltheit in diesem Fall Daumen hoch. Ihr macht das schon. Ich hab's ja wenigstens noch gemerkt. Hey, das kann nicht jeder von sich behaupten. Ich habe mich schon gewundert, warum ich keinen Schaden reindrücke in die Mobs. Also in die Monster. Ah, oh, sieht hier schon ein bisschen anders aus. So. Ich habe nicht genug erkannt. Bams, bams, bams. Und das auch noch mit dem Hardcore-Charakter, echt. Klasse.
Es würde wahrscheinlich nichts bringen, wenn ich jetzt sowas sage wie, ja, das ist mir natürlich noch nie passiert. So, kleinen Moment mal, da kriege ich gerade irgendwie so einen Hustenreiz. Ich brauche Arkankraft. Nach der Champs-Gruppe hier werde ich erstmal ganz kurz. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir alles nicht. Weiter geht's. Am Anfang sind die Items sowieso noch mehr oder weniger uninteressant. Da kann man ruhig nach Schaden gehen. Man wechselt die Items ja eh so schnell aus. Dass das nicht funktioniert, hätte ich mir fast denken können. Hey, und unser erster Helm. Toll. Ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt... Ja, das wollen wir erstmal sehen. Danke. Ich werde noch mächtiger. Das haben wir jetzt neu bekommen, das Stadtportal. Und infolge des Level-Ups dann natürlich auch wieder den ein oder anderen Skill. Das klingt doch schon mal interessant. Unser Froststrahler hat die erste Rune gekriegt. Ihr habt die Krone gefunden. Der Gegner noch weiter verlangsamt. Ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Es ist schön, wieder zu arbeiten. So, während er da rumbastelt. Genauso neu wie an dem Tag. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann arbeitet für mich. Ich werde euer Können für großartige Dinge nutzen. So. Dann können wir auch ab jetzt hier Sachen craften lassen. Also zusammenbasteln lassen, beziehungsweise auch Sachen auseinandernehmen. Geht das eigentlich auch mit grauen Sachen? Nee. Der ist deswegen auf Stufe 1 der Schmied, beziehungsweise Handwerker, weil das Hardcore-Spiel in Diablo 3 sozusagen nochmal separat zum normalen Spiel in Diablo 3 läuft. Und da ich, wie gesagt, noch nicht Hardcore gespielt habe, habe ich hier auch noch keine Möglichkeiten gehabt, den aufzuleveln. Denn das kann man hier tun. Sehe ich aber im Moment kein... Grund zu. Wie kann ich zum Skelettkönig gelangen? Ah, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Der Skelettkönig wird noch heute sterben. Ich muss den gefallenen Stern finden. Denn den gibt's ja auch noch.
So. Und auch hier heißt es, wie sollte es anders sein, zuallererst mal Monsterschnitzel. Hey. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Das hört sich ja jetzt mal nicht so nach Best Friends an. Das habe ich gesucht. So, mein Gold ist nie verkehrt. Haltet eure Zauber aufrecht. Ave Magistros, Ave Registrus, Ave Leodastus, Ave Mendaxas, Ilius Animus, Ilius Velenas. Eure Magie wird schwächer. Ich bin frei. Und nochmal Verzeihung. Nun, zurück zu meiner Mission. Ja, genau, zu deiner Mission. Und mit dem großen Rätsel, wer denn dieser tolle Krieger hier vor uns ist, mit der Quest, die er uns geben möchte, würde ich dann in die nächste Folge starten und mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Noch ist nicht viel passiert, das wird jetzt dann demnächst kommen. Es wird spannend, wir sind ja schließlich mit der Krone auf dem Weg zum Skelettkönig. Und damit möchte ich mich auch von euch verabschieden. In diesem Sinne, alles Gute, bis dahin, macht's gut, tschö, tschö und ciao.